das denke ich halt ist so zentral dieser Integration von Rationalen, von Argumenten, von Ideen, von Wissen mit, was macht das emotional mit mir und mit anderen? Weil ich glaube, erst wenn ich beides in mir integriere, bewusst wahrnehme, kann ich wirklich selbst entscheiden, was will ich hier eigentlich? Und das ist dann quasi genau die Emanzipation, die ja der Anspruch von Bildung ist. Menschen dazu befähigen, sich selbst zu positionieren. Wir unterschätzen, wie stark unser eigenes Verhalten eigentlich davon beeinflusst ist, welchen Gruppen wir uns zugehörig fühlen. Wenn wir als Gruppe das Gefühl haben, da ist ein Problem und wir können dem aber etwas entgegensetzen, das ist natürlich total einflussgebend auch auf mein persönliches Handeln. Herzlich willkommen bei Zukunftsfähig, der German Watch Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, welchen Einfluss psychologische Faktoren eigentlich auf unsere Wahrnehmung von globalen Krisen haben? Und wie wir diese Erkenntnisse in der Bildungsarbeit und in unserem Engagement für nachhaltige Entwicklung nutzen können? Dann seid ihr bei unserer Reihe Psychologie und gesellschaftliches Engagement genau richtig. In drei Gesprächen stellen wir uns gemeinsam mit Klima- und UmweltpsychologInnen genau diese Fragen und suchen Lösungen dafür, wie wir besser mit globalen Krisen umgehen können. Was gibt es für Positivbeispiele? Was sind eigentlich positive, wünschenswerte Zukünfte, zu denen wir hinwollen? Das ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, Menschen, die das schaffen, die trotz der Problemerkenntnis, die sie haben und den damit zusammenhängenden Emotionen, die trotzdem handlungsfähig bleiben, ich glaube, die gehen halt ins Handeln